Und Jeanette ist heute Abend auch bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Und Philipps Bruder Johannes wollte gern hier sein, lag dann krank im Bett die letzten Tage, ist uns aber von zu Hause aus zugeschaltet. Schön, dass wir uns auch heute hier widersprechen, Johannes. Ich will mal mit Jeanette anfangen. Das ist ein ganz berührendes, aber auch total ungewöhnliches Bild. Mhm. Dieses Sterbezimmer voller junger Menschen. Da war richtig was los. Wann war euch allen klar, dass ihr im Moment des Sterbens auch bei Philipp sein würdet? War das verabredet? Hat sich das ergeben? Tatsächlich hat sich das ergeben. Ich glaube, wir alle haben uns gewünscht, dass wir dabei sein können. Aber wir waren uns nie ganz sicher, weil uns die Ärzte auch gesagt haben, es kann jederzeit vorbei sein. Und selbst als die gekommen sind, die Wunde aufgegangen ist, haben wir uns schon gedacht, er wird jetzt wahrscheinlich in dem Krankenwagen versterben. Am Tag davor, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Und da haben wir alle uns schon irgendwie, da waren wir zusammen und haben gebetet und waren so, oh, das kann jetzt nicht das Ende gewesen sein von dem Ganzen. Und letztendlich haben wir dann von Philipp aus dem Krankenhaus noch eine Nachricht bekommen, wie er mit so einem Lachen im Gesicht in die Kamera schaut, mit einem Freund noch, der zufällig auch in dem Krankenhaus gearbeitet hat und uns gesagt hat, ey, Leute, hier bin ich, wie geht's gut, mit Dr. Kevin, ein Freund von uns. Und da war uns aber schon bewusst, und die Ärzte haben uns das auch gesagt, dass es eigentlich wie eine tickende Zeitbombe ist. Und dass das, was sich da irgendwie verschlossen hat, auch jederzeit wieder öffnen kann. Ich habe das so bewundert zu sehen, wie du an seiner Seite geblieben bist und die Lippen befeuchtet hast und die Hände und ihn einfach auch gepflegt hast in den letzten Minuten. Ich gehe mal schwer davon aus, das verändert einen Menschen, so ein Erlebnis, oder? Mhm. Was hast du gelernt über das Sterben und über das Leben vielleicht auch an dem Tag? Frage. Boah, ich glaube, das macht sehr, sehr viel mit einem gerade sehr jungen Menschen, weil ich vorher noch nie gesehen habe, dass jemand verstirbt. Und wenn gerade einer der engsten Freunde verstirbt, überdenkt man irgendwie ganz, ganz viel, finde ich. Also sowohl, was für Prioritäten setzt man sich, was bleibt denn am Ende von so einem engen Freund. Und ja, ich glaube, man hat einen ganz anderen Blick aufs Leben, wenn man weiß, dass es jederzeit zu Ende sein kann und dass man halt irgendwie nicht seine Zeit mit Sachen, also seine Zeit in Sachen investiert, wo man dann am Ende denkt, warum habe ich da so viel Zeit rein investiert? Mhm. Ich habe mit Johannes vor der Sendung auch schon mal telefoniert und für dich, Johannes, ist es natürlich ein Erlebnis von noch mal größerer Dimension gewesen, nachdem du schon deine Schwester verloren hattest und ihr ja als Zwillingsbrüder auch ein sehr symbiotisches Leben geführt habt. Wie geht's dir jetzt eigentlich mit Philipps Entscheidung? Und das hat Philipp ja so entschieden, dass sein Leben und sein Sterben auf die Kinoleinwände kommt. Wie hat dir diese Entscheidung geschmeckt? Also ich glaube, das war ja die ganze Zeit schon so, dass diese Entscheidung hat er ja vorher schon getroffen, zu sagen, ich nehme die ganzen Leute da wirklich mit. Und von daher fand ich es auch am Ende irgendwo auch natürlich einfach aus der ganzen Sache heraus zu sagen, ich nehme euch auch nochmal auf dem wirklich letzten Weg dann mit. So, ich habe das 100% respektiert und finde es auch weiterhin so mega, mega cool einfach, dass er, also es ist ja auch ein sehr, sehr gewagter Schritt. Ich finde es auch sehr, sehr mutig von ihm, dass er den Schritt gegangen ist. Und trotzdem muss ich sagen, dass es für mich gar nicht so einfach ist. Also jetzt gerade, ich habe mir die Doku ja auch schon angeschaut und das alles nochmal so mitzuerleben. Ich glaube, einerseits ist es gut, das alles nochmal so zu sehen und so einfach nochmal ganz anders drüber nachdenken zu können, wenn du sowas ein zweites Mal praktisch erleben kannst. Aber einfach ist es auch nicht immer. Auf keinen Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für euch alle und vielleicht auch für dich ganz besonders schwer ist, auch Philipps Erbe anzutreten. Einerseits so sein missionarisches Erbe, war unglaublich beseelt davon, allen, auch hier im Studio damals, von seinem Glauben zu erzählen, von Jesus und Gott zu erzählen. Und zum anderen auch das Erbe der Real Life Guys weiterzutragen. Wie, hast du es auch als Last empfunden, beides so als Gedanken weiterzutragen? Nee, also ich würde sagen, Last ist es auf gar keinen Fall. Nee, für mich ist es echt eine Ehre, dass ich das irgendwo weitertragen darf. So, dass ich, also dass er, also alles, was er gemacht hat, so, da stehe ich zu 100% dahinter und ich freue mich sehr darüber, dass es auch, dass es weitergeht, so dass ich auch überhaupt, also ich sehe es auch bei mir nicht ganz selbstverständlich an, dass ich es überhaupt noch so weitertragen kann. Also einerseits die Real Life Guys, so, dass wir weiter sagen, ey, wir machen Projekte, wo wir wirklich das Leben feiern und auch den Glauben. Bei mir ist es auch so, dass ich war mir da auch längst nicht immer so sicher wie Philipp. Und auch selbst nach seinem Tod war es so, dass ich vieles nochmal hinterfragt habe, aber trotzdem immer wieder zu dem Schluss gekommen bin, dass das, was er gefunden hat,
So, das ist auf jeden Fall, das ist was, was mir auch den allergrößten Halt gibt in der Situation. Ich glaube, da kann es auch überhaupt nichts anderes geben, was mich so durchtragen könnte. Und ich weiß natürlich auch aus Gesprächen mit Leuten, dass das auf manche auch verstörend wirkt. Also dieser missionarische Eifer, dieses unfassbar unerschütterliche Gottvertrauen. Dadurch wirkt die Filmdokumentation ja auch fast wie so eine moderne Apostelgeschichte. Da ist so ein Heiland mit seinen Jüngern, da kann nicht jeder was mit anfangen. Aber passt das Bild? War Philipp so eine Art spirituelles Vorbild auch für diesen Freundeskreis, Jeanette? Also ich glaube schon, dass es natürlich auf andere, die damit nicht so viel zu tun haben oder damit nicht so viel anfangen können, erstmal so krass, was er durchlebt ist. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass Philipp uns allen ein sehr großes Glaubensvorbild war. Und selbst ich habe mit dem Glauben erst angefangen, als ich gesehen habe, da ist jemand, der in so einer schlimmen Situation sich an Gott wendet, sodass ich mich dann auch gefragt habe, wie würde es mir gehen, wenn ich in so einer Situation wäre? Oder wie wäre das, wenn andere irgendwie krank werden? Und er ist da schon sehr vorangegangen und hat sehr viele mitgezogen. Und auch uns haben ja danach sehr viele Nachrichten erreicht von ganz vielen Menschen, die dann gesagt haben, boah, Philipp hat mich ermutigt, irgendwie noch mal einen Schritt auf Gott zuzugehen oder mir einfach Hoffnung gegeben in meiner Situation, weil natürlich auch viele Leute, die Krebs hatten, sich das auch angeschaut haben oder auch ganz viele Angehörige. Mhm. Und genau, deswegen würde ich schon sagen, dass er sehr vorangegangen ist. Aber die Doku zeigt genauso, dass Philipp ein Mensch war und Leiden hatte, dass es ihm nicht gut geht, dass er uns Sprachnachrichten geschickt hat, wo er sagt, ey, mir geht's heute gar nicht gut, bitte betet für mich. Das heißt, die ist schon sehr real und authentisch einfach. Und ich nehme an, da werdet ihr drüber gesprochen haben, auch diese bunte, verrückte Kindergeburtstagsseite dieses Lebens bei den Real Life Guys geht natürlich weiter. Den wahnsinnig erfolgreichen YouTube-Kanal gibt es mit diesem Haus voll verrückter Einfälle, Bällebad, Rennstrecke, kann man sich alles anschauen. Ich glaube, Philipp wäre stolz darauf und er ist es mit Sicherheit auch und wird das verfolgen. Am Montag ist Kinopremiere von Real Life in Berlin und dann ab 21.09. geht der Film auf Kinotour. Ich wünsche euch viel anregende Gespräche Danke. Bei dieser Erfahrung und viel Erfolg für den Film. Jeanette Müller, vielen Dank fürs Hiersein und Johannes Mickenbecker. Danke, dass wir heute wieder miteinander sprechen konnten. Alles Gute.